So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London, hier bei mir auf dem Kanal und ja, sagen wir mal einfach, ja, wir gehen mal ins Spiel für euch oder für mich, ich bin schon drin. So, heute steht auf dem Plan, also wir haben ja in der letzten Folge aufgehört mit hört euch, die Quest, wir müssen jetzt noch nach der Anführer von Lambeth sprechen. Aber das schiebe ich jetzt zurück, weil jetzt geht es mal auf die Suche nach Gold für Kira, weil das hat die uns natürlich schon längerfristig aufgetragen und das wollen wir natürlich jetzt abarbeiten, bevor wir jetzt dann wirklich in der Hauptquest weitergehen. Wir könnten auch noch das Schiff finden, aber da müssen wir ja wieder zu der Königin, das wollen wir jetzt vermeiden. Achso, und hier müssen wir zu Tenpenny warten, bis Tenpenny zu einem Herrenhaus geht. Eine Aussicht zum Töten. Okay. So, wir sind natürlich in unserem Haus. Mit Kira, der Goldtante. Haben wir irgendwas dabei? Können wir die mal umziehen kurz? Die Kira. Kira. Ne, alles abgelegt. Na gut, muss also so gehen. Andere Worte. If we want to rest, we can do it in shifts. Ja. So, dann würde ich sagen, verschwinden wir durch die Tür, so schnell es geht. Wir haben uns ja die Hütte letzte Folge schon angeguckt am Ende. Ich erinnere mich ganz dunkel. Wir können natürlich noch kurz Munition herstellen, aber ich glaube, wir wissen nicht, ob wir... Oh, Waffenwerkbank. Wir haben da jetzt auch keine... Die obligatorische Dartscheibe darf in England nicht fehlen. Ne? Das ist irgendwie so ein Ding in England, Dart spielen. Keine Ahnung, was das damit auf sich hat. Aber wir werden das herausbekommen, denke ich. Uhrzeit, welche Uhrzeit ist gerade? 11.21 Uhr. Das bedeutet, wir könnten erstmal noch so einen kleinen Sleep einschieben. Machen wir mal. Also, das sind 7. Ja, machen ja Schnellreise jetzt wahrscheinlich. Also wird die Zeit sich eh wieder hochschrauben. Aber da haben wir wenigstens jetzt Tag. Achso, nee, wir machen nicht Schnellreise. Das ist ja hier in der Stadt in Kempten. Die Goldsuche ist in Kempten. Natürlich. Camden. Das klingt wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Beruf. Kempten. Ich bin der Kempter von England. Ich weiß nicht, was ich erzähle. Ich mache einen kleinen Schnitt wegen der Ladezeit. So, und dann sind wir raus zur Tür. Ja, wir suchen jetzt unseren Weg. Das ist hier irgendwo gewesen, wir müssen zum Fernsehsender von Camden, das ist hier gleich irgendwo. Genau, da müssen wir gar nicht so lange, wir müssen hier auf die Brücke irgendwie kommen. Wir können natürlich zum Markt reisen, aber das ist ja jetzt auch Quatsch. Hier, Anarchiebot. So, und dann geht's los. Ich freue mich ein bisschen, mal gucken, ob wir da helfen können. Da oben ist eine Satellitenschüssel, das sieht mir doch so aus, ne? Das sieht mir doch schon mal richtig aus. Camden Lock. Das waren die Storches. Die 3 Storches. Das ist natürlich nur witzig, wenn man aus Amerika kommt. Das sind die 3 Stooches. So eine Komikertruppe. Was ist das für ein hässliches Boot hier? Kann ich das benutzen? Nö. Guck mal, vielleicht kann ich hier hochgehen. So, das ist 68 Meter unter uns, die ganze Geschichte. Vielleicht hier runter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir jetzt hier zurechtkommen. Kira, der Explorer. Hallo. Geh weg, Einwohner. Du hast hier nichts zu suchen. Jetzt ist wieder über uns. Military Supplies. Das ist ja auch gut, aber wir haben gerade im Moment nichts für dich, Tori. Aua. So. Na? Ist das ein Absturz? Oder nicht? Nee. Ist nur ein, ein Cell-Lag gewesen. Hier könnte man was kaufen. Und da ist der Camden TV Station. Und da ist natürlich alles gesperrt.
Da müssen wir hin, das ist unser Ziel, unser erklärtes. Kann ich hier vielleicht irgendwo durch? Hallo? Oh ja, in der Tat. Camden. Stabiler Markt. Stable Market wahrscheinlich. Camden TV Station. Nice. Na dann. Camden Fernsehsender. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich vollkommen richtig übersetzt. So, da hat jetzt gerade Kira gequatscht. Die hat gesagt, wir müssen einen Serverraum finden oder ein Server-Equipment. Das ist unsere Aufgabe. Aber lass uns erstmal kurz hier durchgucken, bitte, Kira. Ah, Tür benötigt Terminal. Und Teddybär. Wie süß. Erfordert Schlüssel. Oder die kann ich knacken. Ich habe noch einen Bobby-Pin. Wenn der kaputt ist, dann ist er kaputt. Da brauche ich auch wieder einen Schlüssel. Ach, das war. Ach so, das ist so. Ach so, mit der Kamera. Das ist hier irgend so ein Dings, haben sie aufgezeichnet. Ist ja nice. Irgendeine Sendung, hier. So eine Late-Night-Sendung oder sowas. Im Rollstuhl, cool. Also auch noch, inklusiv. Finde ich sehr gut. Hier kommen wir nicht durch, hier gibt's aber sonst nichts weiter, ne? Ne, ich glaube nicht. Professor Griswold. Ja, Professor Griswold. Also, die Griswolds, das kennt ihr ja aus Dings. Hier ist noch eine Tür. Ach, hier ist der Kontrollraum. This looks promising. Let me check out this terminal. Ah, auszusehen ist richtig gefunden. Ja, ist ja vielleicht schön, wenn ich dich da vorstelle. Wenn ich das checken soll, dann muss ich nicht unbedingt da vorstellen, ne? Oder? Kira? Kira? Kira, würdest du zur Seite gehen, bitte? Weggeschoben. Ich krieg bei dem Terminal keinen Trigger. Time to crack in. Ach so. Kira macht das alles. Ne? Zwei Buchstaben, vier Buchstaben, verstanden. Huh. Lots of encrypted messages. Let's see. Does this decryption algo work? Yes, it matches up exactly with the bank records. Amazing. Amazing. Here we go. Lots of messages, receipts, transactions going back decades. Huge transactions. Okay. Das Gold erwähnt. Irgendwelche Hinweise darauf, wer das tut. Was kommt als nächstes? Irgendwelche Hinweise? It's all signed off by someone called G. G. Who could that refer to? But surely they're not working alone. Das stimmt. Wird das Gold erwähnt? All values are listed in troy ounces. That's an old measurement for gold bars. It looks like the gold was distributed up and down the country to pay for all sorts of things. Okay. Was für Dinge? Computer chips, data storage, lab components, glassware, solvents. But the scale is insane. 200 10-foot glass tubes. Crazy. Was kommt als nächstes? Maybe we can find this G person and squeeze more info out of them. Okay. So, abgeschlossen. Suche nach Kommunikation, suche nach Hinweisen zu Lady G. Okay. Kann ich vielleicht das Terminal jetzt benutzen, um die Türen zu entsperren? Nö. Das wäre zu einfach gewesen. Oder haben die sich automatisch entsperrt? Das ist eine Kaffeeküche hier, wie es aussieht. Achso, nee. Achso, da auch eine Kamera. Das ist wahrscheinlich irgendeine Kochsendung gewesen. Oder vielleicht eine Sitcom.
What do we have here? Is there a little mouse crawling through my den? Hey! So you run this place? You must be the G from the messages. That is Lady G to you, little girl. You hacked into my messages. I'm rather impressed. But what on earth would possess you to come after me? Don't act like you don't know, vile villain. I seek for the gold that was stolen from the Bank of England. And I know you had a part in it. Oh my, what an interesting little plaything you are. It is true that I have provided procurement services for a particularly esteemed client. I may even have taken a little cut of the gold myself. Such a lustrous metal. I knew it! Who are you working for? Tell me where you've hidden the gold! Do calm down, dear. I know. Let us have a little game. Okay, kleiner Hinweis auf das Gold. A clue. I am a testament to the past, encasing treasures behind glass. I care not for man's deeds, for the world is my creed, and a dip stands at my head locus. Solve the riddle and seek for the scarlet chariot. Perhaps we shall speak again. But first, a little punishment for snooping on my privates. Ta-ta for now. Oh ja. Oh, das sind diese ekligen Trauben. Oh. Muss nachladen. Oh. Oh, weg damit. Weg mit der Crap. Aua. Nein. Ah, fuck. Bin ja genau in der Armee gelaufen. Ich hoffe, ich habe gerade gespeichert. Ich hoffe, der hat gespeichert. So, zurück. So, ich habe die gerade erschossen. Zum Glück ging es mit der Knarre. That's done with. But did you hear? That Lady G person. She's definitely part of it. We have to catch her. Ja, Mann. Okay, wir müssen die Lady G person müssen wir uns ergreifen, sagt sie. Die hat uns ganz schön zugesetzt. Ich habe irgendwie gebrochenes Bein oder jetzt geht's wieder. So, ich muss natürlich den ganzen Scheiß nochmal spielen, weil der hat nicht gespeichert. Deswegen habe ich euch jetzt nicht quasi. Habe ich euch das geschnitten. You all look nice today. Yes, I know. Der erste Spiegel, der nicht lügt. Sonst gibt's hier nichts, ne? If you stay still too long, I might have to start drawing on your face. Das sind nur die Umkleideräume hier quasi, die Vorbereitungsräume für die Schauspieler. Strich. Sonst ist hier eigentlich nichts, ne? Ich brauche gar nicht lange rumsuchen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwelche Sachen verpassen. So, geht hier eine Tür auf. Aber wohin gehen wir? What did she say again? I am a testament to the past, encasing treasures behind glass. I care not for man's deeds, for the world is my creed. And ein Zeugnis der Vergangenheit, das sich hinter Glas verbirgt. Not very hard, is it? Dann sag mal. It's a natural history museum, of course. But, you knew that already, right? Ja, ja, das wusste ich. No idea what the Scarlet Chariot is, but if we break in and explore, I'm sure we can find out. Let's go! Yes, finde die scharlachroten Streitwagen im Naturhistorischen Museum. Hätten wir natürlich selber lösen können. Das Spiel lässt uns da nicht alleine. Aber wir können das mal ganz kurz gucken, vielleicht finden wir noch irgendwas. Aber was erwarten wir schon, gell, in so einem Dings? Hey, let me see that. Cool.
Ich höre einen Ghoul. Das finde ich ja Ghoul. Hey, Kira, lass mich raus. Oh. Rats. Yo. Ich dachte, es wäre ein Ghoul, aber es sind Ratten hier gewesen, scheinbar. Na cool, wenn wir jetzt eine Kiste finden würden hier oder sowas. Mit ein bisschen Munition, oder? Oh, es geht noch nach unten, guck mal. Hier ist ein Besprechungsraum. Protect and Survive, okay. Diesen Pfeil nach unten, in die Richtung. So. Professor Criswold und dann, ach so, das ist wahrscheinlich die, die Einschaltquoten, sind nach unten gegangen. Ja gut, weil alle Menschen tot sind, ne? Das, drückt natürlich auch, das drückt natürlich auch in den Einschaltquoten rum. Kann man nicht anders sagen. Aber es geht irgendwo noch nach unten. In den Kellerbereich. Oh! Alter, steck mir nicht so. Das Vieh. Ach hier, guck. Schnauze. Ich speichere mal. Ich weiß, was hier unten ist alles. Und die wollten wohl alle rein oder raus. Wahrscheinlich kurz vor dem Einschlag. Unzugänglich, Sicherheitszor. Alles klar. Don't let a bit of gore distract your eyes from the prize. Im Jahre 2077, kurz vor dem Einschlag, wollten die wahrscheinlich da runter. Und haben, ja, haben es nicht geschafft. Und das ist das Ergebnis. Tote Leichen. Ich glaube, hier ist auch nichts. Wir können eigentlich auch weiter zu dem Museum. Waren wir auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, ich weiß, welches Museum der meint. Die meint. Hier ist alles zu. Wir kommen hier nach unten. Aber das sind wir auch nur wieder bei dem... Achso, alles klar. Okay. So, die nächste Etage gibt es nicht. Also ich glaube, wir sind hier fertig erstmal. Im Moment... Ich weiß nicht, ob wir nochmal wiederkommen hier zurück. Ich weiß es nicht, aber es gibt auch hier nichts. Es gibt keinen Loot irgendwie. So ein bisschen, Kleinkram, ein bisschen Tassen und so ein Scheiß könnte ich hier einsammeln. Aber ganz ehrlich. Das kann ich auch lassen. So, Moment. Ist auch keine Gegner, wo ich irgendwie Waffen looten könnte oder Klamotten. Keep out. Der Fahrstuhl geht nicht mehr. So, dann gehen wir uns mal. Wenn wir da irgendwie nochmal zurückkommen, dann kriegen wir es wahrscheinlich mit der Quest mitgeteilt. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier raus und dann werden wir uns draußen erstmal einen Weg suchen zum Naturhistorischen Museum in London. So. Dann geht's weiter. Naturhistorisches Museum. Ich meine ja, das ist in London, also im anderen Stadtteil, ja, das andere Stadtteil. Also machen wir da erstmal da eine Schnellreise hin. So. Dann stehen wir in London und hoffe ich. Ja. Okay. So, Naturhistorisches Museum. Also es scheint Investment zu sein. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt hin. Wir probieren es jetzt. Ich weiß es nicht genau. Wir reisen nach Westminster. Wir gucken, ob wir da hinkommen. Weil es kann natürlich sein, dass wir Ost in der Hauptquest weiter vorankommen müssen. Weil damit wir überhaupt in Westminster anerkannt sind. Weil wir müssen ja noch die Unterschriften sammeln. Und kann sein, dass wir vielleicht in dieses Museum gar nicht reinkommen jetzt. Aber das werden wir jetzt erstmal sehen, denke ich mal. Also, Ankunft in Westminster.
Naturhistorisches Museum. Das ist da. Okay. Ich reise mal hier hin. Mal auf die Schnelle, damit das nicht allzu lange dauert. So. Dann, den Rest gehen wir jetzt zu Fuß. Nach der Schnellreise. Aber jetzt packe ich die Knarre hier weg. Da kommt nicht so ein Polizeibot, nicht, dass der uns aufgabelt. Ich hoffe, wir kommen dahin, wo wir hin wollen müssen. So, der speichert gerade automatisch. Das ist gut. Das ist so cool aufgeräumt, die Investments. Also, so will ich dann irgendwann in Fallout 4 unser Sanctuary haben. Oh, it's you. Yeah, it's me. Mario. Das sieht aus wie das Museum da vorne. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob wir reinkommen. Ob wir das gerade umsonst machen, das kann ich nicht sagen. Aua. Warum wäre ich hier einfach angegriffen, ohne dass es kein Schild und gar nichts gewesen? Das ist schwierig jetzt. So, kleiner Schnitt an der Stelle. Ich bin jetzt hier. Also ich bin ja eben hier lang gegangen und wollte mich da reinquälen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie hier an der Seite vorbeikommen. Die Tommys laufen auch hier rum. Da ist die Wache wieder. Wow, 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 wow. So. Die spinnen doch ein bisschen, echt. Hier ist kein Schild, gar nichts. Ne? Die Tommys greifen und gar nichts greift uns an. So eine Scheiße, echt. Ich will am liebsten diese Protektor uns alle zerstören, ne? Oder mal gucken, das ist das Museum. Boah, die Treppe ist total verbuggt. Plakette prüfen. Das Naturhistorische Museum beherbergt lebende und geowissenschaftliche Exemplare mit rund 70 Millionen Objekten in 5 Hauptsammlungen. Botanik, Entomologie, Mineralogie, Paläontologie und Zoologie. Das Museum ist ein weltbekanntes Forschungszentrum, das sich auf Taxonomie, Identifizierung und Konservierung spezialisiert hat. Angesichts des Alters der Institutionen haben viele Sammlungen sowohl einen großen historischen als auch einen wissenschaftlichen Wert. Beispielsweise die von Darwin gesammelten Exemplare. Aha. So, dann gucken wir mal. Wir haben uns da vorbeigeschlichen an den blöden Protektoren. Ich weiß nicht, was das sein soll. So eine Scheiße. Da ist, glaube ich, irgendwas verbuggt. Aber egal, wir sind jetzt erstmal drin und dann gucken wir uns das gleich wieder oben um, nach der Ladezeit natürlich. So, und dann sind wir im Naturhistorischen Museum und ich hoffe, dass uns wir hier drinnen wenigstens nicht angegriffen werden. Da liegen schon überall Tote. Das gefällt mir nicht. Na, 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 na. Voll der Hall. Oh, hier, die haben Klamotten der Bereitschaftspolizei. Ich brauche linkes Bein, ne, oder? Lass mal kurz gucken. Endlich! Linkes Bein des Hooligans, ja. Linkes Bein der Bereitschaftspolizei. Rechter Arm, linkes. Wir nehmen da einfach alles. Nickende Kuh. Ein Frack. Sauberer schwarzer Anzug. Polunderhose. Das nehme ich alles. Hier ziehen wir uns natürlich wieder eine Ionengebräu, wenn das geht. So. Mutzige Kamera, hier ist noch mehr. Lederrucksack, sauberes Jeanskleid, Karohemd, Hose. Geil. Cool.
Das ist natürlich nice, dass wir hier jetzt ordentlich Klamotten kriegen. Die bringe ich dann auch gleich nach der Quest nach Hause. Natürlich traurig, dass diese ganzen... Oh, ich habe nur einen Bobby-Pin. Natürlich traurig, dass die ganzen Ausstellungsstücke hier zerstört werden, so über Zeit. Ich glaube, der reicht nicht mehr. Abgebrochen. Scheiße. Okay, da kann ich es nicht ändern. Ich habe keine mehr. Okay. Identifizieren Sie sich. Okay, ich bin's. Günther. Wir müssen jetzt zu irgendeinem scharlachroten Wagen, müssen wir. Wir bräuchten Elektroknarre. Elektroknarre ist gut gegen Bots, aber ich glaube, ich habe nicht dabei, ne? Lass mal kurz Waffen durchgucken, aber ich glaube, wir haben nichts Elektromäßiges dabei. Da kommt noch einer. So. Oder haben noch mehr versucht einzubrechen hier in das Ding, aber nur wir haben es geschafft bis jetzt. Ich speichere erstmal, weil die anderen hatten alle keine Schnellspeicherfunktion. Wenn ich hier ist so eine riesen Dings, ne? A good place to stay. Hier sind auch noch mehr. No Graffiti. Tür öffnen. Ah, sind wir wieder in der Halle, in der Haupthalle, okay. So, hier hinten ist nix. Geht auch nicht auf. Oh, wahrscheinlich noch mehr Dinosaurier, das wurde geklaut alles. Oder es gab nicht mehr, aber es sieht so aus, wenn es noch mehr gegeben hätte. Schade, echt schade. Wir gehen mal in die Richtung, wo die Bots herkamen. Meistens ist ja so, dass bei Spielen, da wo die Gegner sind, da ist auch da ist ein Muster auch hin. Was ist das? Das ist Batman. Die Plakette kann nicht gelesen werden. Eine Stoßzähne, wie das aussieht. Da geht's lang. Also Ionengebräu. Eine Münze. Das ist ein Gartenzwerg, irgendwelche Bäume. Wir müssen jetzt, wir können das ja eher als nicht. So, die sind alle Türen zu, überall wo so ein Bändchen davor hängt, die gehen nicht auf. Und sonst gibt's ja auch nichts. Aber wir müssen jetzt mal alles abgucken. Ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen, im Endeffekt. Wir müssen uns irgendwo dieses... Oh, das sind die Vitrinen von Skyrim. Ob wir hier Referenzen auf Skyrim finden?
Im Fallout 4 findest du ja Referenzen. Da kannst du diesen Helm, diesen typischen Skyrim-Helm, diesen Nordhelm, diesen alten Nordhelm, den findest du, kannst du finden im Skyrim als Referenz und dann die Bella-Statue, glaube ich, und so ein Kram. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, hier jetzt auch die Referenzen eingebaut wurden. Müsste eigentlich, ne? Ich höre die ganze Zeit ein Geräusch. Wie viele von diesen Dingern gibt's denn hier, sag mal? Hier kann doch gar nicht mehr geben von diesen Elektro-Dingern hier, von diesen Robotern. Die Frage ist, warum die jetzt hier uns angreifen. Na, die halten uns für Eindringlinge, habe ich schon verstanden. Aber vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn wir die hätten am Leben lassen können. Weil die sollen ja wahrscheinlich andere. Wir wollen ja nichts Böses hier. Will ich weder was klauen noch sonst irgendwas? Ich will nur gucken, dass wir die Quest lösen. Ich will nicht gar nichts weiter. Also von daher ist dieses ganze, Töten von den Robotern, wenn man es so nennen kann, sinnlos, dass sie sterben müssen. Und die könnten die Hütte hier viel besser verteidigen, wenn sie mich nicht angreifen. Im Endeffekt. Das ist noch ein Teddy, den nehme ich mal mit. Da sind wir reingekommen. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, was die Quest überhaupt ist. Ich renne hier rum. Oh, Flughafen Biggin Hill, da ist irgendwas. Glück auf 82, nice. Finde Sie den scharlachroten Streitwagen im Naturhistorischen Museum. Scharlachroter Streitwagen, okay. Skateort. Scharlachroter Streitwagen. Gut, das wusste man ja, da sind irgendwelche Ärzte hier. Das sind die Ärzte aus Berlin. Haha, lustig. Jedes Mal denselben Witz. Das wird auch nicht alt. Kann man einfach immer machen. Den Witz. Wenn ihr irgendeinen Witz habt, dann macht den immer. Hier waren wir schon hier unten. Scharlachroter Streitwagen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Bin mir nicht sicher, ob ich irgendeine Tür übersehen habe, aber ich glaube es nicht. Dann gehen wir mal eine Etage hoch. Hier haben wir die ganzen Dings weggebolzt. In der Richtung ist alles zu. Hier gibt es nur den Menschen. Kein Streitwagen, kein Streitwagen. Eine Leiter, die ich nicht benutzen kann. Das kann natürlich auch der scharlachrote Streitwagen, kann durchaus auch ein Bild sein, ne? Oder irgendeine Pflanze. Der scharlachrote Streitwagen muss jetzt nicht. Muss es nicht zwingend eine Spielzeugkrähe. Muss es nicht zwingend Zugkarte, ein Beutel. Sehr gut. Muss es nicht zwingend ein Streitwagen sein. Es kann auch ein Pilz sein oder was weiß ich alles. Den gucke ich mal schnell die ganzen Dinger hier ab. Aber es sieht nicht so aus. Das ist eine Apfelsorte, Scharlachroter Streitwagen. Könnte eine Apfelsorte sein, ne? Obwohl, für eine Apfelsorte würde wahrscheinlich so ein Name mehr Sinn machen. Ich denke, das ist ein Bild. Wir haben irgendein Bild übersehen. Was ist denn das? Ein Stück von dem Kreuz von Jesus. Das gibt's ja wohl. Als, Attraction. Ja, vielleicht ist es ein Bild. Wir haben es übersehen jetzt schon, das Bild. Junk. Lovely junk. Ja, really lovely.
mal mit dir. So, guck mal hier, das ist kein Streitwagen. Ich renne mal eine Runde. Das ist auch kein, das sind Rosen. Hier war kein Bild. Das auch nicht. Okay, dann gehen wir mal eine Etage hoch. Wir haben garantiert irgendein Bild übersehen. Da ist was dahinter, seht ihr das auch? Oder sind halt die Bäume? Das sieht so aus, als wenn was dahinter wäre. Ein scharlachroter Streitwagen. Das erinnert mich ganz stark an Resident Evil 2 in der Polizeistation. Da gab es auch so einen Löwe. Okay. Nee, die Tür geht auch nicht auf. Vielleicht haben wir irgendeine Tür übersehen. Wir müssen ja noch ein bisschen rumsuchen, wie es aussieht. Die geht auch nicht auf. Vielleicht ist da irgend so eine... Irgend so eine Vitrine vielleicht. Knochen des linken Beins. Aber riesengroß, ne? Vielleicht ist das vom Riesen. Skyrim und so. Hier drinne war ich eben schon, da ist nichts. Der scharlachrote Streitwagen. Richtig sind wir auf jeden Fall, weil sonst wird er ja irgendwas anzeigen. Das ist irgendein Knochen. Das ist irgendein Pilz. Das ist ein Mammuten. Hier ist noch Loot, das bedeutet, wir waren hier noch nicht. Aha. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall unsere Polizeiklamotte jetzt vollständig. Ich will es jetzt nur nicht ausziehen, weil wir haben ja Gewicht, also wir haben Taschen drauf geschraubt. Okay, Intelligenz. Schau auf, roter Streitwagen. Du hast eine Vorliebe für rote Autos. Mal mit Absicht. But I'm not sure what significance it has. It seems pretty bare. Maybe there's a trick or something. Go check out the other side, will you? Okay, schauen Sie die anderen Zellen an. Das ist der scharlachrote Streitwagen. Und da ist was. Ich will mir aber auch mal den Streitwagen angucken. Das ist ja wohl lächerlich, sag ich mal. Was ich aber mal gucken wollte, ist, ob wir das linke Bein der Bereitschaftspolizei jetzt haben. Rechter Arm, rechtes Bein. Linker Arm, linkes Bein, zweimal sogar. Sehr gut. Ich glaube, ich würde die dann zu Hause ablegen. Ein Schaukasten. Keine Haarklammer und so ein Mist. So, dann schauen wir mal.
Aber was es mit dem kleinen Camp da vor uns auf sich hat, das sehen wir leider aus der nächsten Folge, wenn wir das Gold finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.